Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Käfer, die Ausgabe 16. Da beschäftigen wir uns mit dem Batteriefach. Und es gibt leider keine Informationen über ein neues Fahrzeug von VW, sondern da geht es direkt gleich um den Zubehörverkauf, sprich was die alles so angeboten haben und wie der sogenannte Aftermarkt auch bei VW entstanden ist. Interessanterweise ist es, dass die in der Ausgabe 16 halt kein Fahrzeug mehr vorgestellt wird, sondern so ein wenig den Zubehör. Und zwar geht es ums Zubehör für das Fahrzeugmodell bzw. für die Käfer. Um den Kundenwunsch bestmöglich gerecht zu werden, hat Volkswagen im Laufe der Jahre eine umfassende Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung gestellt. Als Zubehör wurde dem Kunden eine Sonnenschute aus durchsichtigem grünem Plexiglas präsentiert bzw. angeboten. Das ist dieses hier. Wer zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Auto kaufte, erhielt kaum mehr als ein Fahrgestell auf Rädern. Reifen waren separat zu bezahlen und auch die Karosserie musste fast immer und zur Gänze von Stellmacher und Spenglern hergestellt und montiert werden. Nur selten waren Zubehörteile bereits verbaut, wenn die Fahrzeuge das Werk verließen. Im Laufe der Jahre und mit zunehmendem Wettbewerb versuchten die Automobilhersteller jedoch den Bedürfnissen ihrer Kunden nach einer Mehrausstattung nachzukommen. Dabei handelte es sich aber stets um eine reine Grundausstattung. Das meiste Zubehör wurde vom Aftermarket von sogenannten Drittanbietern hergestellt und vom Kunden selbst oder allenfalls vom Händler am Auto angebracht. Das ist ja heute auch nicht mehr viel anders. Hier sehen wir zum Beispiel auch das Cockpit des Käfers mit dem Armaturenbrett, integrierte Uhr, das ist die hier, das ist genauso groß im Grunde genommen eigentlich wie der Tacho, die sich rechts neben den Tachometer befindet und um gegen Ende der 40er Jahre eine führende Position auf dem europäischen Automobilmarkt einnehmen zu können, musste Volkswagen ein entsprechend ausgestattetes Auto anbieten. Nach amerikanischem Vorbild präsentierte das Wolfsburger Unternehmen 1950 einen umfangreichen Katalog mit offiziellem Zubehör, das beim Kauf eines Autos bestellt werden konnte. Gleichzeitig beschlossen sich viele Unternehmen in den Aftermarket zu investieren und boten einige hilfreiche Zubehörteile an, wie verschiedene Kraftstoffanzeigen, die später beim Käfer erst 1962 in Serienausstattung gingen. Hier haben wir zum Beispiel diese super Blumenvase, die ja auch im Käfer grundsätzlich drin war, also in vielen VW-Modellen drin war. Und hier das von Löwe, die Firma, glaube ich, existiert gar nicht mehr. Später hieß es, glaube ich, Löwe Optra, wenn ich mich nicht ganz irre. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so war. Und hier stehen zum Beispiel auch nicht nur Ziffern an dem Radio dran, hier stehen zum Beispiel drin, welchen Sender Bedag London und Freiburg und wie auch alles die Gänse, kann man gar nicht ganz so genau lesen, aber hier steht Freiburg, London, EWS, EWR, EDWR, BE Berlin steht hier noch, München, hier kann man hier noch lesen, dass die Sender waren halt auf der Skala halt alle beschriftet. Mit hier war der Einschalter, hier konnte man die ganze Skala komplett dann drehen. Ja, mit der Zeit begann Volkswagen seinen Zubehörkatalog jährlich zu aktualisieren und die Produktpalette stetig zu vergrößern, da die Aftermarket-Hersteller dadurch ihre Rolle am Ersatzteilmarkt sukzessive verloren, begannen sie nun direkt im Auftrag der Wolfsburger Unternehmen zu arbeiten. Interessant ist noch, dass beispielsweise hier ist hier auch die Klimaanlage, die mittlerweile bei den meisten Modellen serienmäßig eingebaut ist, gegen einen Aufpreis kann man aber heute schon zwei Zonenvarianten bestellen oder Automatikvarianten bestellen. Schiebedächer, Ledersitze oder eine Komfortausstattung sind gegen Aufpreis erhältlich, genauso wie LED-Bildschirme und DVD-Player. Das kennen wir alles schon. Und das sind halt die Sachen, die jetzt eingebaut sind. Hier haben wir nochmal ein sogenanntes Blaupunktradio drinne. Hier konnte man halt entsprechend einschalten, Lautstärkeregelung, hier Sendersuchlauf und hier konnte man die Frequenzen FM und AM umstellen, was heute ja eigentlich auch nicht mehr ist. Ich glaube, heute wird nur noch Frequenzmodulation genommen und nicht mehr Amplitudenmodulation. Und
jetzt sind ja auch diese DAB-Radios mit bei. Das gab es ja alles früher nicht. Ja, und hier ist nochmal, finde ich, ein sehr interessantes Bild. Das gab es damals mal in der Automotor Sport. Da gab es immer auf der Mittelseite die Fahrzeuge, die wurden dann so zerlegt nach einem sogenannten 100.000-Kilometer-Test. Und ich fand das immer sehr interessant als kleiner Steppke und hatte mir das durchgelesen, was welche Bauteile sind und wie die halt entsprechend angeordnet sind. Und man hatte das dann auseinandergenommen, um zu gucken, wie groß der Verschleiß nach 100.000 Kilometern ist. Ja, ich würde sagen, Theorie zu Ende. Wir werden mal mit der Elektrik loslegen und stecken mal die Kabel zusammen. So, fangen wir mal an. Wir schauen mal rein, was wir jetzt hier alles so haben. Wir haben natürlich eine Menge Kabel. Haben wir hier in der Kiste drin. Wir haben hier auch den Batteriekasten. Wir haben hier den Lautsprecher. Und wir haben hier auch einige Kabel, die hier zusammengelötet sind, beziehungsweise mit Leuchten, mit LEDs hier. Und hier haben wir noch eine kleine Schalterplatine. Ja, funktioniert auch, klickt auch. Und hier haben wir das Ganze nochmal als als LEDs mit der Bezeichnung 8. Gut, schauen wir mal los. Wir brauchen unsere Platine hier. Und zwar haben wir hier Bauteil 16B. Sollen wir mit der Nummer 4 und dem weißen Kabel... Ach hier, habe ich vergessen. Hier haben wir es noch. Weißen Kabel 4 verbinden. Haben wir auch gemacht. Dann kommt die 4. Logischerweise auf die 4. Das kommt auf diese Platine hier. Das haben wir zusammen. Der Lautsprecher Nummer 3 kommt auf, wer sagt's, die 3. Eigentlich recht logisch. Ziemlich sicher gemacht mit den Markierungen. Dann haben wir das Kabel 1, das ist Platine, Batteriekasten, der kommt, tada, auf die 1, natürlich. Aber man guckt sicherheitshalber nach, vielleicht hat sich da ja was geändert, weiß man ja alles nicht so. Das kommt mir drauf. Oh, ist auch mit drin. Und jetzt haben wir noch Kabel 8 und Kabel, zweimal Kabel 8. Und Kabel 8 kommt auf die 8 und das zweite auch auf die 8. Wir haben hier zweimal 8. Kommt hier mit drauf. Das werden wahrscheinlich die Scheinwerfer sein. Gehe ich mal davon aus. So, auch mit drauf. Dann haben wir das jetzt alles hier komplett mit drin. Und dann überlege ich mal, ob wir das schon testen können. Wiederholen Sie den Bauschritt mit dem Stecker bei zweiten Scheinwerferkabel 16D und zweiten Buchsen 8. Das ist klar. So sieht jetzt die Elektrik Ihres Modells am Ende der Montageschritte aus. Vergleichen Sie zum Ergebnis das auf dem Foto zusammengebaute Bauteil vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Steht drin. Ja, ob wir jetzt wirklich das testen können, weil ich muss auch ganz ehrlich gestehen, habe jetzt gerade keine Batterie zur Hand. Das ist fatal. Wir schauen mal. Moment. So, Batterien sind drin. Ich habe das jetzt mal getestet. Ein bisschen merkwürdig finde ich das. Also beim ersten wird eingeschaltet. Dann haben wir hier Licht. Zumindest hat eben funktioniert. Hier ist der Motor an, da geht das Licht an. Hier ist aus. Warum jetzt die... Also vorhin haben die Lampen noch funktioniert. Nee. Irgendwie habe ich hier noch nicht den Durchblick, wie was hier leuchten muss.
Also die haben doch die Leuchten, dann Wackelkontakt drinne. Also wenn ich die hier umpole, dann leuchten die. Da scheint irgendwo ein Wackelkontakt zu sein. Ja, beide leuchten. Also irgendwie ist hier ein Wackelkontakt drin. Da muss ich dann nochmal nacharbeiten. Da leuchtet es jetzt. Das ist sehr wackelig hier, der Stecker. Sehr merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt am Stecker selber liegt, an den Pins selber liegt. Das muss ich nochmal nachforschen. Also wie man sieht hier, beide funktionieren, die hier und die hier auch. Na, jetzt passt das nicht mehr ran. Also wenn ich jetzt hier funktionieren, wenn ich wackel hier, irgendwo ist da ein Wackler drin. Da muss ich nochmal nachchecken, was da los ist. Auf jeden Fall funktioniert es schon mal und das ist schon mal ganz gut. So, da ja einige Probleme haben mit den Kabeln, dass die halt entsprechend einen sogenannten Wackelkontakt haben. Und zwar nehme ich eine kleine Nadel, setze die hier vorsichtig unter dem Pin hier an. Ich hoffe, dass man das alles so sehen kann. Natürlich wieder mal der Vorführeffekt, weil ich gleichzeitig in die Kamera gucke. Ich muss erstmal die Bienenkabel hier so ein bisschen trennen, damit ich an einen rankomme. Und wie gesagt, mit der Nadel hier vorsichtig und dann gleichzeitig ein wenig ziehen. Und dann kommt der Pin auch schon raus. Und dann nehme ich mir eine kleine Pinzette und jetzt muss ich erstmal gucken hier selber, so rum, und drücke hier vorsichtig die Pins etwas zusammen. Das reicht schon aus, dieser kleine Druck. Dann geht das wieder ins Gehäuse hier. So, eingerastet. Das Ganze machen wir jetzt mit dem grünen entsprechend Kabel auch. Vorsichtig hier drunter. Klappt meistens immer nicht beim ersten Mal. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen hier. Na klar, ist wieder der Vorführeffekt hier. Es ist typisch, oder? Naja, beim ersten Mal hat es ja schon geklappt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier ein bisschen angezogen kriegen. Das reicht nicht. Ich muss hier noch ein bisschen höher biegen hier, dass der da... Ja, der ist aber zickig hier, der grüne. So, jetzt auch den hier ein wenig drücken. Das müsste eigentlich schon reichen. Und wieder zurück. Gut, der hält natürlich jetzt nicht. Also einfach nur hier den Pin wieder runterdrücken. Und dann halten die beiden auch. Jetzt können wir das Ganze noch mal zusammenstecken.
habe das bei dem einen schon gemacht. So, mal gucken hier, ob das jetzt auch so alles funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und siehe da, beide leuchten und ich kann jetzt hier auch alles bewegen, ohne dass die jetzt den Wackelkontakt haben. Das auf jeden Fall zu dem Tipp. Und dann klappt das jetzt auch. Ja, das war die Ausgabe 16, jetzt mit leichten Problemen, die wir jetzt gelöst haben. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit dem Zusatz, mit den Kabeln. Wie gesagt, jetzt funktioniert alles ohne Probleme, kein Wackelkontakt mehr drin. Und immer, wie gesagt, ganz vorsichtig sein und dann funktioniert es schon. Ja, dann habt schönen Dank fürs Zuschauen, schaut bei meinem anderen Projekt mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.